Und nach Ruth Becher von der SPÖ spricht jetzt wieder die Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker. Die beiden jetzt behandelten Berichte drehen sich um die Themen Drohnen in der zivilen Luftfahrt und Verkehrsstrafen. Ich möchte Berichten Stellung nehmen und möchte Sie nur darüber informieren, dass wir das Thema Drohnen zunächst in zwei Berichten behandelt haben. Der eine Bericht ist der vorliegende in der zivilen Luftfahrt und der zweite befasst sich mit der Beschaffung und dem Einsatz von Drohnen beim Bundesheer. Und wir haben gesagt, dass die beiden Ministerien haben zwar kooperiert bei der Drohnendetektion, aber es gab keine gemeinsame Beschaffung. Und wir glauben, dass es hier auch Synergieeffekte geben könnte bei dieser Beschaffung. In der zivilen Luftfahrt haben wir uns das angeschaut und Sie alle sind mit dem Thema sehr stark befasst. Aber wir haben gemerkt, dass es natürlich sehr strenge Regelungen gab, aber eben Rechtsunsicherheit scheinbar bei den Anwendern, bei den Drohnennutzerinnen und Nutzern, denn wenige kamen der Bewilligungspflicht nach. Und es gilt jetzt ein neues Drohnenregime auch mit der EU-Verordnung in puncto Registrierung und Identifikation. Da wird man sehen, wie sich die Sache hier entwickelt. Es war der Innenminister im Ausschuss und deshalb haben wir sehr stark den sicherheitspolitischen Aspekt von Drohnen behandelt und da ging es um die Flughäfen. Wir glauben, dass es hier bei den Flughäfen ein stationäres Abwehrsystem geben müsste und nicht nur im Anlassfall oder im Einsatzfall, dass das beschafft werden müsste, denn es muss ja hier auch rasch reagiert werden. Wir haben auch gesagt, dass die Exekutive nach dem Luftfahrtrecht und auch im Bereich des Datenschutzgesetzes keine Legitimation hat, entsprechend zu handeln. Und bei der Nutzung von Drohnen durch Einsatzorganisationen selbst gab es auch ziemlich starke Beschränkungen, über die man nachdenken sollte. Was die Verkehrsstrafen betrifft, haben wir natürlich aufgezeigt, das wurde hier gesagt, die unterschiedlichen Strafgeldhöhen, länderweise unterschiedlich. Wir haben uns das in Oberösterreich und Niederösterreich angeschaut. Und es gibt eine Verordnungsermächtigung nach dem Verwaltungsstrafgesetz, wo die Verkehrsministerin hier eine Verordnung erlassen kann, hier einheitliche, im Vorhinein festgesetzte Strafgeldtatbestände eben auch zu erlassen, sodass es hier zu keiner Ungleichbehandlung kommt. Und wir glauben, dass diese Verordnungsermächtigung auch umgesetzt werden müsste. Das zweite ist dieses zentrale Register für Verwaltungsstrafen, um hier auch Vordelikte in Rechnung stellen zu können und hier entsprechend einzusetzen. Auch der grenzüberschreitende Verfolgung von Verkehrsdelikten stellt immer wieder ein Problem dar. Und hier geht es um internationale Anstrengungen und die Behandlung von Rechtshilfeersuchen. Dankeschön. Das ist